Servus die Mauern, grüß euch die Burm, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir fahren zwei Fahrplanfahrten am Semmering mit der 1116er. Und zwar den DG 54507 von Wien Zentralverschiebebahnhof nach Villach Süd. Wir starten in Neustadt und fahren einmal nach Glocknitz und dann fahren wir in den zweiten. Wir fahren heute bei klarem Wetter, das lassen wir und wir starten einmal, hätte ich gesagt. So, dann beginnen wir das einmal. Zwangsbremsungen habe ich aufgeschrieben. Brauchen wir zwar nicht, aber nicht. Ich habe eine andere Lok drauf gegeben, ich fahre es mit einem Reband. So, da fahren Sie diesen Gemischtypen von Neustadt Hauptbahnhof nach Glocknitz beginnen. Dann schauen wir mal, was wir machen können daraus. Wir starten einmal das Ding, wir stecken einmal den Ding ein. Und dann. Störung. 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 Spitzensignal nur dieses Fahrzeug. Falsch. Bisschen heller machen und den machen wir auf Kontrast, den lasse ich so, den mache ich nicht heller. Schalten wir diese Lichter ein. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen, was haben wir für ein PC drinnen? Wir haben die 70er drinnen, das passt. Wir schalten uns noch AFB. Die AFB wieder zu. AFB. Was haben wir noch? Sonst haben wir eigentlich nichts. Die AFB geben wir mal auf 40. 40, das mache ich über den Railtreiber. Oder, jetzt können wir dann gleich losfahren. Wir lösen die Bremsen, Spitzenlicht. Und wir haben zwei Loks drauf. Einmal die nächste Halt Job. Und einmal die Originale. Ist natürlich jetzt mit den Dingen, aber mir ist das jetzt relativ wurscht, wer da hinter Kesseln sind oder nicht. Das interessiert mich nicht wirklich so. Dann gehen wir eigentlich losfahren. Machen wir noch das Fenster auf, dass wir die Tonleiter schon hören. Wir sind in Österreich, wir dürfen uns nicht befreien. Das hier nicht, habe ich auch. Das bin ich nicht. Schiffer. Jetzt wird sie die Schiffer, das war klar. Haus war nicht schön. Diesmal steht auch ein bisschen was um mich herum. Ich glaube, wir haben da vorne rot. Also ich finde, die Lackierung ist schön.
Die depperten Warncontainer, die nerven mich so stark. Oh, da kommt noch eine andere. Eine Eurovision. Okay, sie tauchen ja doch auf. Ribbons. Ist schon mal gut, dass die auftauchen. Ich muss nur schauen, dass ich bei den 4024er vielleicht so einen City-Chat-Lackierung kriege. Da habe ich noch nicht geschaut, muss ich ehrlich zugeben. Die waren aber auch interessant, glaube ich. Jetzt hätte ich wieder fast vergessen, die Ziffer zum Drucken. Gut, wir dürfen eh noch einen 40er rausfahren. Machen wir. Wir haben dann aber irgendwo eine Schubstrecke, aber das weiß ich eh. In etwa, wo die ist. Da müssen wir dann den Hauptschalter runter tun. So, jetzt müssen wir wieder mal bestätigen. Bin ja gespannt, ob es wieder so schön bleibt oder ob es ins Ring aufkommt. Zugbeeinflussung. Ich drücke sicher jetzt aber zweimal, weil da weiß ich ja nicht. So, die Oberleitung ist leider noch immer ein bisschen dick. Die wollen die alten Teile besser, muss ich ehrlich zugeben. Ja, Funk geht glaube ich noch immer nicht. Nee, da kann man noch nichts machen. Leider. Und wir haben den 40er. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Bamme D drücke, müsste dann der Pipi-Bau gehen. Da ist halt leider der Porsche drinnen, das ist halt ASB. Aber das dauert eh aber bis der auch geht. Die Hälfte sind schon ziemlich lang. Die Lackierung ist schön. Der Kessel wohnt drauf. Diese komischen, keine Ahnung, was das sind. Halt leider DB-Wohn. Wird sicher eine ÖBB-Version auch geben davor, aber wir dürfen dann schon 100er fahren, aber ich warte noch bis wir durch sind. Oh, der ist lang. Ich glaube nämlich erst, dass wir jetzt den 100er fahren dürfen, wenn wir durch sind. Genau, gehen wir wieder rein in die Lok. Oder 100. Tierfreigabe. Warum wir jetzt so abbremsen, vielleicht habe ich mal die Siefertasten schlecht gedrückt oder was, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, warum immer langsamer geworden ist. Da kann schon sein. Also, an und für sich gefällt mir die Strecken gut. Was mir nicht gefällt, ist, dass die der Abschluss von der Straße, das schaut so aus wie ein Chinesen. Das da. Das da. Dass das so in Tee steht. Jetzt haben wir die Gartstraße nicht mehr, aber die, das wird es dann sehen, die ist auch fürchterlich, die Gartstraße. Die gefällt mir auch nicht. Muss ich ehrlich zugeben, weil die, diese ausgefahren, die sind nicht alle immer so ausgefahren und das schaut auch so aufgesetzt aus. Das schaut wirklich aufgesetzt aus bei dem da. Werdet ihr dann eh gleich sehen. Machen wir es einmal schleudern. Nicht ganz. Oder? Wie gesagt, die hohe Oberleitung, diese Idee ist wirklich grausam, aber was soll ich machen? Da kann es halt nicht ändern.
Das meine ich. Wenn du rausgehst, ist schon aufgesetzt aus. Da geht es so halbwegs, aber das gefällt mir nicht. Sonst ja, ganz gut. Auch gut gemacht, die Strecken. Mein Computer geht auch so halbwegs. Jo, das war's eigentlich. Wegen Trennsimulator, folgendes. Jetzt kommt ja das Update, dann wird wieder nichts funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue. Kommt der Zeit, dass ich dann mehr vermehrt DSW und ich weiß es nicht. Das ist, ich bin momentan so sauer am Trennsimulator, der ist mir letztens wieder komplett abgestürzt ohne Grund und okay. Schauen wir mal, ob ich noch was bringe im DS oder nicht. Wird sich zeigen. Ehrlich gesagt, von der Grafik her gefällt mir der DSW schon viel besser. Und von vorn her, ja, es ist okay. Jetzt kommt der Nebel. Geht noch. Also die Wetterwechsel sind auch okay. Finde ich. Schaut ja gut aus mit dem Nebel, mit dem Frühnebel um 8:19 Uhr. Ja, das könnte sogar passen. Ich glaube, ich werde den Punktbeker nehmen. Ich brauche den eh nicht. Aber ich muss einmal schauen, wie wir das machen, wie der passt. Ich muss aber dann, glaube ich, mal gleich die Schutzstrecken irgendwann. Ich weiß halt den Kilometer nicht auswendig, wenn die Schutzstrecken kommt, das ist der andere nicht. Ja. Das Problem bei der ist, wenn du jetzt mit dem beim DSW 4 bei der Taurus die Schutzstrecken fährst und du schaltest nicht an, dann ist der Hauptschalter draußen. Haben es gut gemacht. Hört man richtig gut. So. Wir haben ein Sauwetter, das ist schon mal gut. AD-Wetter, Edits Best. Warum wir jetzt einen Öl gemacht haben, weiß ich nicht. Das Rennen war schön flüssig, muss ich sagen. Bin echt angenehm überrascht. Und jetzt sieht man, wie grauslich das ist mit der. Das schaut aus, wie wenn da Carrera-Bahn daneben liegt, der dreckige. Oder weiß ich nicht. McLean-Gleis. Halt mir überhaupt nicht die Gartenstraßen da daneben. Von mir fahren. Machen wir jetzt Zuschlag, so Hauptschalter raus. Also wir haben Zeit genug gehabt, aber ich bin da ein bisschen zu schnell mit runternehmen, aber. Das ist, weil ich auch runterschauen muss. Jetzt gehen wir wieder rein tun. Oder? Fenster zu. Bringt nichts, das Gamepad nicht. Gut, da müssen dann vorne irgendwann einmal 80er kommen demnächst. Das dauert noch. Das ist, ich mache beide Fahrten in den einen Video jetzt, weil ich mir denke, es ist gescheiter. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich auch fort. Warum sie auf zwei Teile gemacht haben, weiß ich nicht. Das Wetter ist echt komisch da jetzt gerade. Die
das passt. Wir haben frei. Ja. Okay. Eine gemütliche Fahrt mit der Taurus. Und da kommt der EC. Ohne erste Klasse Wagen, ohne rote Tierwagen, aber die rote Tierwagen werden schwer sein, aber zumindest die erste Klasse Wagen, aber da gibt es glaube ich auch schon ein Rebind. Was der, wenn das dann wieder so random reinkommt, dann hast du zweite Klasse, erste Klasse, die schaut dann auch deppert aus. Man kann da natürlich einiges mit dem Consist-Editor machen, mit dem Neigen. Das geht schon, hätte ich mal gesagt. Aber ja, wie gesagt, ist es halt klar, dass man die, man kann nicht jede Lok im DSW sind, die altbar Loks sind eher schwer bis gar nicht mit dem Railtreiber zum Fahren. Da steckt man halt kurz aus. Also die 111er und die 110er und die 103er ist nicht wirklich gut mit dem Railtreiber zum Fahren. Die anderen sind kein Problem. Eigentlich. Und die Ruckler, ich habe nur immer die Ruckler auf der Semmeringbahn, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das. Oh, Slalomfahrer! Das ist für Freischalt-Ding gewesen. Auch cool. Muss ich mir dann anschauen, für was das war. So, das ist jetzt der ruhigere Teil, der interessantere Teil kommt dann nachher, wenn wir über den Semmering drüber auf Mürz fahren. Soll 20 Minuten dauern das Szenario, ich weiß nicht wie lange es dauert, wir werden es eh sehen. Dann fahren wir natürlich gleich im zweiten Teil. Ich lasse das aber drinnen, ich schneide das nicht raus. Es ist halt so im Spiel. Also warum soll ich das ausschneiden? Was mir fehlt auf derer Semmeringbahn sind die Tostos. Also bis Bayerbach. Hoffe. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur mehr bis Glocknitz fahren, das weiß ich nicht, aber die Tostos fehlen mir. 1044er war auch interessant oder 42er, aber das wird es lang nicht geben, glaube ich. Hol mir dich! Jetzt habe ich nichts zum Trinken da, wurscht. Kann jetzt aber auch nichts holen, weil ich ja fahren muss. Was soll's. So, da. Jetzt wird es schon langsam heiß in der Wohnung. Jetzt würde ich dann einmal die Dinge aufmachen, weil der Computer neben mir heizt ganz schön. Würde ich dann einmal die Tür aufmachen, dass es ein bisschen durchzieht. Wie gesagt, das Video wird heute am Sonntag, also heute ist Freitag, Sonntag veröffentlicht. Jetzt bin ich wahrscheinlich gerade auf die European Street Food Festival. Da freue ich mich schon drauf, da gibt es was Gutes zum Essen. Und vielleicht ein Bierchen oder so. Mal schauen, mit was wir hinfahren. Wenn wir öffentlich hinfahren, geht's. Wenn wir mit dem Auto hinfahren, kann ich nichts trinken, ist klar. Ne? Ich werde vielleicht ein, zwei Posts oder ein paar Posts auf Insta machen, weiß ich noch nicht. Schau ich noch. Kommt drauf an, wie es mich freut. Und ich glaube, da ist ein Tattoo-Ding auch daneben in irgendeiner Halle. Also das kann recht interessant sein. Ja, und einmal ein bisschen Abwechslung am Wochenende, nicht immer nur Zug fahren. Ja, ich will schauen, wir sind im Sommer. Im Juli sind wir in Disneyland Paris. Ich will schauen, dass ich durch diese Bahnstation, vielleicht kann ich da ein paar Büllen von der französischen Bahn machen. Wir fliegen aber runter, also. Aber vielleicht geht es, dass ich ein, zwei, fünf, sechs Fotos oder was mache. Von der Bahn mal schauen, wie es ausschaut. Wie ich dazukomme, weil ich meine, 3 Tage Disneyland ist schon heftig stressig. Da würde ich vielleicht gar nicht am Bahnhof kommen, ich weiß es nicht. Also,
Wenn ich am Bahnhof komme, gut, also ich fahre jetzt nicht auf irgendeinen größeren Bahnhof. Ich gehe wandern nur auf die Station, was dort ist, und schaue, dass ich einen Zug erwische. Allerhöchstens. Also, aber das könnte ich machen, und die zeige ich euch dann entweder bei mir oder schicke sie in mehrere Gewässer nicht. Videos will ich nicht machen, ist ein bisschen ungut. Mein Handy. Die IRL-Streams, ob es jetzt auf Insta oder auf YouTube ist, da habe ich nicht die Ausrüstung dafür. Seid mir nicht best, das wird es nicht geben, erst einmal. So groß bin ich eigentlich auch nicht, also. Können wir da ruhig noch abwarten. So, aber während das dann lohnt, das zweite Szenario, würde ich kurz raushuschen und mal was zum Trinken holen. Ich habe jetzt nichts bei der Hand. Also langsam werde ich dürstig. Zugbeeinflussung. Da ist eh nur ein Hunderter. Hätten wir eigentlich lassen können. Ja, das war mein Fehler jetzt. Jetzt habe ich nicht auf Signal geschaut. Ich habe nur gesehen, gelbes Licht. Und dann erst den. Den 100er drunter. Aber jetzt müssen wir aber um 70er zuerst einmal. Aber ich mache das anders, ich bremse. Nein, ich brauche gar nicht bremsen. Wir sind eh mit der Geschwindigkeit ziemlich unten. Na, 100. Zugbeeinflussung. Wir sind unter 70. Er zeigt mir es auch aus, echt? Also, das macht er schon. Dass er bei der Beeinflussung runtergeht, das macht er in echt auch. Dass er auf den 70er runtergeht. 65 sogar nur, glaube ich. Auf 65 geht er sogar noch runter. Das macht er aber automatisch. Da vorne ist rot. Ah ja, sehr gut erwarten. Das doppelt gelbe. Man sieht das Signal nicht wirklich. Also wir sind ja schon wieder da. Tierfreigabe. 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 Meter, jetzt ist der Nebel auf einmal weg. Da fahren wir 4 Rehe, jetzt sind wir eh schon schön gegangen, die Fahrt. SIFA. SIFA. Gehen wir jetzt nicht am Nerv mit der SIFA da. Und es sind keine ISS Elorian, weil die sind rostig. Die ISS Elorian sind alle schneeweiß. Das ist auch angenehm, nur diese Warncontainer, die sterben mich. Die sterben mich gewaltig. Ich bin jetzt so vorsichtig reingefahren, gebe ich ehrlich zu. Aber wir haben ja Zeit, also ist ja nicht so tragisch.
Warum jetzt die Leistung weg war, keine Ahnung. Aber jetzt können wir dann bald stehen bleiben. SIFA! SIFA! Fast auf 1 Meter. Gut, das hätten wir geschafft. Ich hol mir geschwind was zum Trinken und dann machen wir einen zweiten Teil. Oder nein, ich mach das gleich. Gehen wir einfach weiter. So. Wenn ich jetzt zum freien Pütz rucke, kann ich da nicht. Nein, ich gehe lieber ins Hauptmenü noch mal rein. Einfacher. 54, 507 war das. So, wir nehmen den Job mit 7. Ist der DG 54507 Teil war. Ja, da. Das wieder passt wieder. So. Beginnen. Oder? Beginnen. Das ist halt auch irgendwie blöd, dass ich die ganze Gruppe jetzt nochmal aufrüsten muss. Störung. Störung. Gut. Pass. Wie frei mich nicht, wir sind in Österreich. Thank you.
Ich gehe jetzt nur auf 70, weil da vorne 70er ist. Eigentlich auf 65 sollte man gehen. 65. Weiter geht's. Das finde ich cool, dass die Mauer so knapp bei den Gleisen ist. Gut, ne? Weiß nicht, so wie irgendwie taugt man das. Kriegen wir vorbeifahrt? Nein, kriegen wir. Das schaut gut aus. Ja, die Schatten sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir haben natürlich wieder unser Rasieren. Ich will mir da vielleicht noch ein paar andere Rebands holen, aber mal schauen. Damit da ein bisschen Abwechslung reinkommt im KI-Verkehr. Tue mit euch. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen langsamer, wenn ich immer so 5 km/h drunter fahre, aber ich will es interessanter machen. Ich sag, wie man es genau fährt, keine Ahnung. Ich bin kein Lokführer. Würde ja nie werden. Das geht nicht mehr. Aber den Zucker hätte ich jetzt im Griff, aber die Augen sind halt das Problem. Das linke ist noch immer nicht ganz ausgehört. Warum, weiß ich nicht. Die Gegend ist halt schön da. Das ist wirklich, das haben sie, haben es relativ gut getroffen. Es ist keine Top-Strecke, es ist eine von den besseren Strecken. Die ruckelt Stern ein bisschen. Warum man die mag, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Ding jetzt geht. Der Pip-Pip. Oh ja, ist gegangen. Ja, auf 75, weil er fährt gern drüber. Außerdem habe ich es dann leichter beim Bremsen, aber wir haben da eh nicht wirklich, aber ich hoffe, dass da wenigstens auch wieder ein bisschen ein KI-Verkehr kommt. Also bis jetzt haben wir es gut geschafft. Die bergauf könnte man es aber eigentlich mit der originalen auch schaffen, mit den 80, aber gehen wir eh gleich wieder zurück, da kommt dann der 70er. Das ist, ich mache das über das, weil ich kein Ebola habe. Also das ist. Auch gut steht erwischt, oder die Stiege, es ist halt, steht halt nicht wirklich, was immer da drin ist.
weiß nicht, was ich noch kaufen soll, dass mir immer drüber steht. Das ist auch da. Da habe ich Bayerbach-Reichenau. Da steht ein 424er. Da ist ein 23er. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Geld das hat. Mal schön angebremst, passt. Es geht uns nichts an, das sind die zwei äußeren Gleise. Ich weiß, wenn ich es normal runterbringst hätte oder mit der dynamischen, wäre es auch gut gewesen. 7, dann waren wir nicht, so viel drunter gerannt, aber alles frei. Ich habe die Baumstämme noch gar nichts, ich habe noch gar nichts gesammelt auf der Strecke. Das mache ich auch nicht, ich fahre meistens nur. Warum soll ich das zusammen machen? Das ist, was mir auch gefällt im DSW, ist, dass die Karin, also zumindest eins verbunden ist. Das gefällt mir, das taugt mir. Jetzt probieren wir es anders. Nehmen wir Leistung weg, dann lassen wir uns um 60 rollen. War zu früh, ich weiß, aber war viel zu früh, aber egal. Warum man jetzt wieder runter geht, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich wegen einem Gewicht oder was, ich habe keine Ahnung. Also wenn du da einmal Gas wegnimmst, verliert der Uhr an Kraft. Das ist ja gewaltig. Ja, das muss ich mir noch gewinnen. Es werden auch beide Bremsen angezeigt. Schaut's. Ja, wir haben beide Bremsen. Von beiden Loks die Bremsen angezeigt. Das ist auch gut. Ich würde das Punkteln wegmachen, egal. Wie mache ich das? Das sind normale jetzt. Das Klippen von den Texturen finde ich nicht so schön. Warum man das macht, weiß ich nicht.
die Zugbeleuchtung einschalten, dass ich hinten vielleicht das Stoßlicht habe. Okay, da ist jetzt ein Bremsschluss, ein Schluss drauf. Jetzt schalten wir die Zugbeleuchtung nochmal aus. Ah, ist auch da. Hat mit dem nichts zu tun. Da sind nur halt einige Wohn dabei, die was keinen Zugschluss haben. Warum, weiß ich nicht. Jetzt ist es angenehmer von der Lautstärke her, jetzt ist es nicht mehr so extrem warm so wie laut. Müssen wir eh bald am Semmering um sein. Der Bodo ist auch wieder da mit seinem Bagger. Das ist aber jetzt Klammschott Wien wahrscheinlich. Na? Das Piepserl ist halt auch ein bisschen leise, aber vielleicht geht's, wenn man dann. Ich werde es nochmal probieren mit dem Piepserl jetzt. Im Zuglängenmesser. Da gehört eigentlich der Miep Miep eine, aber er will nicht. Er geht nicht immer, ich weiß nicht, das ist irgendwie deppert mit den Steuern. Jetzt glaube ich wieder, nein, ja. Eurovision. Da gerade irgendwelche Probleme mit den Motoren anscheinend. FIFA. Das beschleunigt er mal wieder. Ein minimaler wäre tut's. Weiß nicht, gleich rennen die Motoren, komischerweise. Weiß auch nicht, was das SG heißt, also. Kann ich leider auch nicht sagen. Jetzt beschleunigen wir wieder. Und wir dürften relativ schwer sein. Ich kann das Kabinenlicht nicht einschalten, wo ist der scheiß Schalter?
interessant, er gibt trotzdem Leistung, aber wir nehmen schon weg, gerade die 60. Wo jetzt mit der AFP wieder war. So, es geht bergab. Ah, geht's nicht? Was weiß ich? Wenn man jetzt bei 61 hängen bleibt, keine Ahnung. Aber. Da ist einiges los. Bist du da stehen leider mal dumm? Weil ich hätte einmal gesagt, das eine kmh ist mir relativ blunz, jetzt ist der Nebel wieder weg. Das ist das einzige, was mir nicht gefällt, aber wenn du aus einer Nebelbank rausfährst, ist das glaube ich auch so. Müsste dann bald der 50er am Semmering kommen. Der Übergang ist okay gewesen. Das ist halt ein bisschen stark gepumpt jetzt gerade, aber jetzt geht's wieder. Also die Übergänge und die Lichtverhältnisse müssen es meiner Meinung nach nur ein bisschen arbeiten, aber im Großen und Ganzen geht das. Also. Und wir schlängeln uns den Semmering rauf. Es ist eine schöne Strecke. Das kommt gut. Das kommt wirklich gut, muss ich zugeben. So da. Jetzt müsste das Mikrofon auch besser sein gegen vorher. Ich habe das umgestellt vom normalen jetzt wieder über. Ich mache das jetzt wieder über das Nvidia Broadcast. Also 24er. Wie vorher. Wir stehen halt ein bisschen die DB-Wagen da drauf, aber bei Containerwagen und so ist es mir wurscht, VTG ist auch egal, aber halt bei diesen komischen habe ich irgendwas, keine Ahnung, was das für welche sind. Ist das doch ein bisschen schwierig teilweise. Warum wir da nicht mehr ÖBB-Rollmaterial haben, weiß ich nicht, weil sie hätten ja bei der Ding auch was mitliefern können. Haben sie bei der Vorarlberg eigentlich Güterwagen dabei? Ich glaube nicht, ne? Vorarlberg könnte man auch mal mit der Taurus fahren, wo es dann irgendwann einmal was gibt, aber sie haben ja gesagt, es soll was kommen. Weiß man halt nie bei denen, ne? Okay, dass die zweimal hintereinander kommt, ist auch ein bisschen unrealistisch, aber was so ist. Ein bisschen kurz war auch. Aber das ist halt bei den Rebens immer so eine Sache, ne? Das, wie wann die kommen. Ein bisschen lang zum Anpassen mit Licht. Ob man das Kabinenlicht als Sicherheitshalber, dass man was sehen. Oh, Kaskaden oder wie die heißen da fuhren. Arkaden, keine Ahnung. Wir haben frei und wir sind bald am Semmering. Die Signale haben jetzt auch ein bisschen komisch ausgeschaut beim Vorbeifahren, ich muss das nächste Mal drauf schauen.
Richter war mir nicht mehr gesehen, oder? Aber das passt da. Tätig bergauf, dann bergauf. Aber ja, so, das haben wir dann offen leid. War mal frei. Okay. Das geht mit einem 60er um aufs rechte. Ich würde es halt gerne am linken fahren, aber das wird nicht gehen, DSW. Das wirst du nicht hinbringen. Jetzt ist halt die Frage, wann soll ich das spielen? Das Szenario, das. Das 2012 spielt. Zug beeinflussen. Dann haben wir ein bisschen ein Problem. Dem war. Wo sind sie eigentlich noch links gefahren? Und dann sehen wir Ring. Dann haben sie einen Riesenfehler. Und ich weiß nicht, wann das spielen soll. 24, 23. Wann haben sie umgestellt? Ich glaube 22 oder so haben sie dann umgestellt. Oder 22 kommst du von links auf rechts und ich befreie mich jetzt nicht. Ich bleibe einmal am 50er, obwohl da noch ein 60er ist, ich weiß, aber das kann wieder runterbremsen, will ich nicht. Wann haben die umgestellt? Müssen die mal nachschauen. Wenn es wer weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn sie umgestellt haben von links auf rechts, der Mike müsste das eh wissen. Also, der wohnt ja dort. Ich glaube 21 oder 22 kommen wir haben umgestellt auf der Semmeringbahn von links auf rechts. Wo sind sie links gefahren? War eine von den wenigen, die Südbahn, wo sie links gefahren sind. Wir kommen schon durch. Da ist jetzt der 50er. Also das Gas auf die Gleis, was so leicht einwuchert, das ist da auch weitaus besser wie im Trennsimulator. Im Trennsimulator hast du dann immer urviel drin gehabt, da geht's. Das gefällt mir auch ganz gut. Na, da kriegen wir da wieder eine von der Seite, eine Schiene. Ah, mit einem Baum. Gut. Die geht. Ein schön hier, du. Ein bisschen zu rein. Und unten gefällt es mir nicht. Aber da schaut man normalerweise auch nicht. Wir sind im Tunnel! Gleich am Semmering um.
Kommt mir meine eigene Lok entgegen, auch nicht schlecht. Ja, war schon lang, muss ich sagen. Chapeau. Er ist zwar leer, aber lang. Hat eine gemütliche Länge. Passt. Den Lichtwechsel im Tunnel muss ich mir noch gewinnen. Hätten wir das auch bald geschafft? Und ist rot. Jetzt nicht mehr. Ein Signal. Ja. FIFA. FIFA. Suchbeeinflussung. Wir werden auf Zeiten geholt, was ist jetzt? Hat das einen Grund, lieber DSW? Kann doch noch nicht den Mürz. Türfreigabe. 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 Da müssen wir warten, dass wir überholt werden, das kann auch sein. Wir sind jetzt am Semmering. FIFA. FIFA. Zugbeeinflussung. Warum er uns da rausgeholt hat, keine Ahnung, aber... Die alten laufen noch drinnen. Ich hab zu beschleunigt, ist mir jetzt aber auch egal. FIFA. FIFA.
Das war jetzt ein kleiner Vorfüller, aber kein grober. Ich kann mich nicht befreien, weil das Signalnetz, erst einmal das Signalnetz sich. Zweitens sind wir in Österreich. Theoretisch könnte ich mich befreien, ja. Schauen wir mal, wie das jetzt ist, ob wir drüber schießen oder nicht. Aber wenn man ein, zweimal leicht drüber schießt, ist das, glaube ich, nicht so tragisch. Diese Übergänge sind ein bisschen komisch noch. Ah, halt sehr schön, also. Der 80er schon wieder vorrennt. Keine Ahnung, was da jetzt ist mit dem Entfernungsteil. Das hat sich im Ding auch gemacht, beim RWN-Hanzer, dass die Dinger früher grenzen sind. Die Begrenzungsdinger. Um in der Hut. Ich weiß nicht, warum wir schon wieder ruckeln, ich habe keine Ahnung. Aber es ist erträglich, sage ich mal. Ein Kilometer, dann sind wir im Mützenzuflug. Also er regelt es wirklich schön an, muss ich sagen. Wenn es nicht zu steil bergab geht, schätze ich mal, aber die Ruckler sind halt komisch. Aber was willst du machen? Ein rosa Haus. Weiter hinten noch ein rosa Haus. Ja, ganz rosa ist es nicht, aber. Wir haben auch viel Copy-Paste gemacht, nur dass man es halt nicht so sieht. Hat jetzt komisch ausgeschaut, das, aber das war nur der. Boah, da sind Massen am Bahnsteig. Das ist jetzt schon ein 90% GPU und 43% CPU. Geht aber. Dann räumen wir eine. Nach mir zu Zuschlag. Zugbeeinflussung. Da bremst du das vom GPA oder muss ich mitbremsen? Es geht ja aus. SIFA. Geht auf 65. Deswegen geht auf 65.
Flugsignal sagt, dass frei ist. Oder ich tut mir leid, wenn ich jetzt zum Schluss ein bisschen wenig rede, aber irgendwie bin ich gerade konzentriert. Ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr DSW wiederbringen. Und eventuell einmal ATS oder ETS2. Haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Rennsimulator bockt momentan nicht. Mal schauen. Oder wie sollte man es eh gleich haben? Ja, 4,3 Kilometer noch. Die Schnellstraße daneben, die ist heute jetzt wieder weniger befahren. Da war in der Früh mehr los auf der Bundesstraße, wie da jetzt auf der Schnellstraße letztens. Ich bin letztens in der Früh gefahren, um 4 in der Früh. Da war auf der Bundesstraße mehr los, als wie da jetzt momentan um 9:30 auf der Schnellstraße. Auch komisch. So, Tunnelbaustelle. War nicht. Starbruch oder was ist das da? Die könnten sich auch bewegen, die Bagger. Tun sie aber nicht. Gehe ich schon mal auf 65, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen komisch mit dem Rentreiber, das schaut komisch aus mit den Hebeln, aber... Naja, schiebt ordentlich, ja. Ich habe Gott sei Dank rechtzeitig zum Bremsen angehängt, also müsste sie ausgehen bis zum Signal. Türfreigabe. 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 Rufen wir mal einen FDL an. Okay, jetzt stehe ich ein bisschen weit hinten, aber... Willst du da noch zuholen, oder? Was meinen Sie hier? Darf eigentlich nicht.
anrollen wird man ja dürfen, oder? Was man rollen? 500, aber eh keiner aktiv. Zugbeeinflussung. SIFA. SIFA. Der 40er kommt vorne erst, ja. Der kommt relativ schnell. Also warum jetzt noch Gas geben, das ist sinnlos. Obwohl er es nicht angezeigt. Mit Schütteln. Wahrscheinlich wegen der Baustelle. Hätte mir gefallen, wenn sich der Kran dran tät. So im Wind halt freistehend, wenn sie nicht arbeiten. Aber der hat ja einen Leerlauf, die haben ja alle einen Leerlauf. Müssen sie ja rein tun, sonst haut sie einen um. Ne? So, ich habe die dynamische noch nicht aktiviert, das macht jetzt nur der AFB oder der Fahrsollsteller. Aber ja, im Halt erwarten. SIFA, SIFA, SIFA Zwangsbremsung. Ich habe doch Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, scheiß wieder. Warum er da am mittleren gleich stehen bleiben, weiß ich nicht, aber. Türfreigabe. Bei einem 30er macht er schon die Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Da vergessen Fülle zum Drucken, das ist aber, ich habe jetzt nicht gedruckt wegen einem Schutzsignal, weil das Schutzsignal hat freigesagt. Aber komischerweise hat das Schutzsignal freigesagt und der Voranzeiger hat rot gemacht. Also das passt auch nicht. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Nachmittag. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt gerade den Magen vorschlagen auf die Dings, auf der European Street Food Festival und viert euch, bis zum nächsten Mal, euch Andi. Thank you.